Jung, sympathisch und erfolgreich, doch das ist alles Vergangenheit. Denn seit Mittwoch herrscht Chaos beim ETV, die Mannschaft ist weg, die Verantwortlichen sind planlos. Über die Hintergründe sprechen wir heute mit dem ehemaligen ETV-Trainer und seinem Kapitän. Ich begrüße ganz herzlich beim Elbkick TV Talk Dennis Mütteregger und Simon Mensah. Hallo ihr beiden, schön, dass ihr da seid. Hallo. Ja, turbulente Zeiten, die ihr momentan durchmacht. Viel prasselt auf euch ein. Dennis, am Mittwoch war der große Paukenschlag. Vergleichsbar gab es sowas in Hamburg noch nicht. Erzähl unseren Zuschauern noch mal in Kurzfassung, was an diesem berüchtigten Abend aus deiner Sicht passiert ist. Ja, wir haben uns mit den betreffenden Entscheidungsträgern zusammengesetzt, haben uns erhofft, dass wir Argumente austauschen können, diskutieren können. Das haben wir probiert, das heißt von unserer Seite aus und gerade von Spielerseite aus wurde diesem Abend sehr viel Bedeutung beigemessen. Das hat man gemerkt, wie gut vorbereitet sie waren. Das heißt, der ein oder andere Spieler hatte da quasi eine kleine Rede vorbereitet. Die dann auch, schön, dass ich dich unterbreche, die dann auch in Tränen teilweise geändert ist? Ja, also als Hanni Zickter da so seine Rede vom Stapel gelassen hat, das war schon recht emotional und da sind schon Tränen geflossen. Das war schon... da sind wir schon emotional so ein bisschen an unsere Grenzen gestoßen und das war sehr rührend. Im Weiteren haben wir da natürlich irgendwie erhofft, auch eine Reaktion irgendwie zu provozieren von den betreffenden Entscheidungsträgern. Gar nicht mal zu verhandeln oder über irgendwelche Summen oder so etwas, sondern wir wollten natürlich auch, oder die Mannschaft wollte natürlich auch einfach mal raushören, wie wertgeschätzt sie wird in dem Verein. Als diese Wertschätzung wirklich ausblieb und auch zum Beispiel auf diese emotionalen Reaktionen, keine Reaktion der Gegenseite, nenne ich sie jetzt mal, kam, haben wir uns dann im Weiteren irgendwann auch dazu entschlossen, dass das so nicht weitergehen kann. Also dass wir unter diesen Umständen, wenn wir einfach nicht gewünscht sind, wenn wir nicht gewünscht sind in diesem Verein, dann bringt es natürlich auch nichts, sich weiter so zu motivieren und so einen hohen Aufwand zu betreiben, den die Jungs halt über Jahre jetzt betrieben haben. Und daraufhin haben sie sich halt auch entschlossen, oder daraufhin hatten wir uns auch entschlossen, unsere Kündigung abzugeben. Das heißt, das ist dann so abgelaufen, dass wir am Ende dieses Austauschs, der kein richtiger Austausch war, das heißt, wir haben Argumente gebracht, aber auf der Gegenseite kam eigentlich immer nur so etwas wie, wir wollen keinen Leistungsfußball, wir wollen in diesem Verein keinen einzigen Cent an Sportler bezahlen, was sehr utopisch ist, weil in der Vergangenheit ist es schon passiert. Auf der anderen Seite will man auch in der Oberliga spielen, ohne sozusagen in irgendeiner Weise zu investieren. Das heißt, der sportliche Erfolg wird gerne mitgenommen, aber auf der anderen Seite wird halt nicht investiert in die Mannschaft. Gut, dann haben wir uns entschlossen, unsere Kündigung abzugeben, haben die auf den Tisch gelegt und wollten danach nicht mehr weiter reden, sondern sind geschlossen gegangen und haben dann 5 Minuten, nachdem wir rausgegangen sind, schon erfahren, dass die Pressemitteilung schon gepostet ist bei Fußball Hamburg zum Beispiel. Ja, also kurz zusammengefasst, es gab keine Einigung, die Wertschätzung war nicht so, wie ihr sie erwartet habt. Und das Ende war dann die Kündigung. Wir haben auch mit dem Geschäftsführer, Herrn Fech, nochmal gesprochen, der uns diesen Abend auch geschildert hat. Und da schauen wir zusammen einmal rein. Wir werden als Verein uns nicht erpressen lassen. Und wir werden auch ohne diese Mannschaft eine schlagkräftige Truppe für die nächste Saison und für das DFB-Pokalspiel auf die Beine stellen. Wir sind nicht darauf angewiesen, dass wir mit dieser Mannschaft spielen. Ja, Simon, wie geht man damit um, wenn einem als Spieler oder der gesamten Mannschaft vorgeworfen wird, dass man systematisch versucht hat, den Verein zu erpressen? Also ich finde, das ist eine Frechheit, muss ich sagen, dass man uns vorwirft, dass wir den Verein erpressen wollten. Wir haben versucht, für unser Recht zu kämpfen. Wir waren bereit, Verhandlungen zu führen, in dem Fall. Der Verein hatte aber von Anfang an nicht vor, mit uns zu verhandeln. Und so gab es dann nur noch eine logische Schlussfolgerung, dass wir am Ende gehen. Ja, eine logische Schlussfolgerung, die sehr schade ist für die Spieler, für die Trainer, für eigentlich alle im Hamburger Amateurfußball. Es wurde auch sehr kontrovers diskutiert in den Foren, in verschiedenen Foren des Hamburger Amateurfußballs. Da gab es überaus positive Geschichten, viele Leute, die Mitleid ausgesprochen haben und auch total auf eurer Seite stehen. Es gab aber auch teilweise negative Sachen. Da gab es dann auch gewisse Vorwürfe, die in die Richtung gehen, es sind Söldner oder die Spieler sind gierig. Wie doll schmerzt sowas? Das tut ziemlich doll weh, weil ich glaube, viele von denen, die negativ gegen uns gesprochen haben, wissen gar nicht, was wirklich vorgefallen ist im Verein. Und deswegen war das schon sehr schmerzlich, sowas zu lesen. Die letzten 2 Tage, muss ich sagen, waren auch wirklich anstrengend. Für mich und auch für die Mannschaft. Genau, so anstrengend, wie ihr den Pokal geholt habt.
müsst ihr jetzt auch wieder da durchgehen durch dieses diesen Medienhype, sage ich mal, der jetzt vielleicht auch ein bisschen in eine negative Geschichte abrutscht. Wir wollen aber trotzdem nochmal auf diese ganze Geldverteilung zurückgehen, Dennis. Es wurde jetzt gesagt, dass ihr 70% dieses Geldes gefordert habt. Ihr habt euch ja sicherlich auch schon Gedanken gemacht, wie ihr dieses Geld einteilt, was ihr damit macht, wie ihr das investiert. Erzähl uns das doch mal. Ja, muss ich vielleicht ganz kurz so ein bisschen ausholen. Es gibt natürlich die Situation bei uns einfach, dass wir selber keinen Etat hätten stemmen können. Das heißt, wir gehen von null aus und haben jetzt diese Einkünfte, sage ich mal, durch den Erfolg, den wir uns zusammen erarbeitet haben. So, das heißt, wir müssen sozusagen unseren Etat ausschließlich davon stemmen, von diesen Einnahmen. Das heißt natürlich, dass wir diese Einnahmen komplett für den Etat dieser Saison, aber natürlich auch, komplett war der falsche Ausdruck, aber natürlich auch teilweise für den Erfolg schon in der letzten Saison in irgendeiner Weise nutzen müssen. Das heißt, wir haben den Spielern versprochen, dass sie eine Prämie kriegen für diesen Sieg. Und da gehen schon, wenn wir über Summen sprechen, geht da schon ein Großteil erstmal, oder nicht ein Großteil, aber geht schon von, nehmen wir mal die Zahl 70.000 oder wie auch immer, geht davon erstmal 25.000 mit Steuern und wie auch immer, geht schon alleine an Prämien verloren. Das heißt, an was letzte Saison geleistet wurde. Mhm. Dann heißt das natürlich auch im Weiteren, dass wir beachten müssen, dass diese Mannschaft seit Jahren halt für nichts spielt. Das heißt, kein Cent dafür sieht. Und ich kann nur noch mal darauf hinweisen, auch wenn es vielleicht schon häufig genannt wurde, aber ich kann noch mal darauf hinweisen, dass wir in den letzten 4 Jahren 4 Erfolge hatten. Ja, das heißt, wir sind von der Kreisliga bis in die Landesliga durchmarschiert. Wir haben den Zweitligapokal gewonnen und wir haben jetzt den OZ-Pokal gewonnen. Das heißt, wir haben eine Menge geleistet. Und es wurde sozusagen von Vereinsseite wenig für uns getan. Ja, wenig bis gar nichts, sag ich mal. So, und jetzt muss man natürlich irgendwie gucken, dass das, was wir uns erarbeitet haben, natürlich auch und nicht nur, aber auch der Mannschaft zugutekommt. Das heißt, es geht um eine Prämie und dann geht es natürlich auf der anderen Seite auch darum, kleine Aufwandsentschädigungen. Deswegen verstehe ich auch nicht dieses Trara in der Öffentlichkeit gerade, sondern es geht ja um kleine Aufwandsentschädigungen. Gierige Spieler, wir sprechen von 50 bis 150 Euro. Ja, du bist lange genug im Geschäft und weißt, dass das für dieses Niveau, auf dem wir spielen, ja, lachhaft ist. Ja, so das heißt, das ist ja nichts. So, aber trotzdem geht es uns nur um diese Summe und trotzdem werden wir jetzt so dargestellt von mancher Seite aus. So, okay, das ist natürlich auch schmerzhaft. So, das heißt, es ging natürlich auch von diesen 70.000 halt um Aufwandsentschädigung für Spieler, aber es ging natürlich auch um Geschichten wie Materialkosten. Ja, das heißt auch jetzt, wenn wir vielleicht einen neuen Sponsor gewinnen, wo wir erstmal einen neuen Materialsponsor gewinnen, wo wir erstmal selber investieren müssen, das heißt uns erstmal komplett neu ausstatten müssen, die zweite ausstatten müssen, auch für die zweite noch Funktionsteam, Trainer, wie auch immer zahlen müssen, da kommt man schon auf eine Menge Holz. So, und das heißt, es ist in keinster Weise so, dass wir irgendwie sagen, wir wollen 70.000 und das kriegt hier Simon Mensa alles. Ja, sondern das ist ja gestaffelt und das ist ein Gesamtetat. Du hast es eben auch schon angesprochen, das ist eine ganz interessante Sache, wie es mit der Aufteilung ist, mit der zweiten, mit der ersten, dass das quasi zusammen wäre. Denn in der Pressemitteilung stand ja, dass der Vorschlag vom Vereinsseite 50-50 wäre. Da stand drin, dass es dann diese 55.000 Euro in die Fußballabteilung gehen sollen. Jetzt ist natürlich die entscheidende Frage auch für viele Zuschauer interessant. Fußballabteilung, was heißt das überhaupt? Das ist ein breit gefächerter Begriff. Das heißt, müsstet ihr oder hättet ihr dieses Geld mit zig anderen Jugendmannschaften teilen müssen oder hättet ihr das nur untereinander aufgeteilt? Nein, da wollen wir auch bei den Fakten bleiben. Also es wäre nur in die Herrenabteilung geflossen. Davon hätten wir, wie gesagt, erstmal gucken müssen, wie wir diesen Etat irgendwie dann stemmen. In irgendeiner Weise hätten wir natürlich auch die zweite Mannschaft damit unterstützen müssen und auch Kosten natürlich von der gesamten Herrenabteilung sozusagen decken müssen. Mhm. Ja, das heißt, es geht nur um die Herrenabteilung, aber das ist nicht nur die Ligamannschaft, das sind nicht nur 20 Spieler, sondern das ist noch eine Menge mehr. Ja, jeder, der sich im Fußball ein bisschen auskennt und sich schon mal mit dem Etat beschäftigt hat, weiß, dass das kein Etat ist und wie gesagt, wenn wir über 70.000 reden, dann müssen wir erstmal 25 abziehen schon für die letzte Saison. Das heißt, wir sprechen über 45. Ja. So, und wenn wir über 45 sprechen, dann ist das, glaube ich, kein Etat, wo andere Landesligisten sagen, oha, das ist ja richtig Holz. Damit würdet ihr sicherlich nicht besonders hervorstechen, aber eine Frage muss ja trotzdem gestellt werden, Simon, du als Kapitän stellvertretend für die Mannschaft. Habt ihr das nicht vor dem entscheidenden Pokalfinale vielleicht schon schriftlich fixiert, dass es diese Probleme gar nicht überhaupt entstehen? Also gab es vorher etwas, was ihr niedergeschrieben habt mit dem Verein über diese Aufteilung der Gelder oder besteht so ein Vertrag nicht? Nein, so einen Vertrag gibt es nicht. Also wir als Mannschaft, wir haben uns nur mit den Spielen beschäftigt, von Spiel zu Spiel gedacht. Wir haben jeden Sieg gefeiert, als ob es das Finale gewesen ist.
ist es für jeden, der bei uns spielt, ist es das erste Mal, dass er so weit gekommen ist im Otto-Pokal und dann am Ende auch das Otto-Pokal-Finale zu gewinnen. Da gab es nicht viel Gedanken, wie wir an Geld verschwendet haben. Im Nachhinein, wenn du es so betrachtest, vielleicht ein Fehler? Wenn man sieht, was jetzt so los ist, vielleicht ein Fehler, aber damit konnte und wollte auch keiner rechnen. Du hast es angesprochen, wenn man sieht, was jetzt los ist, hast du gerade gesagt. Es ist sehr viel los, ihr seid in der Presse ja sehr präsent, sogar mittlerweile überregional und teilweise leider auch negativ. Wir haben auch mal den Präsidenten vom Hamburger Fußballverband, Dirk Fischer, gefragt und der erzählt uns mal seine Situation, wie er das alles betrachtet. Dass ein Landespokalsieger derartige Kalamitäten hat, ist natürlich einmalig und durchaus auch unseren Ruf beschädigend. Und deswegen kann man alle Beteiligten nur auffordern, sich an den Tisch zu setzen, Interessenausgleich herbeizuführen, vernünftige Lösungen zu gestalten und die Sache rückgängig zu machen.